Nach jedem Wochenende mit einigermaßen schönem Wetter bietet sich auf vielen Grünflächen im Stadtgebiet ein unschönes Bild. Müll, soweit das Auge reicht. Das Ime-Ufer vor der Glocksee ist immer besonders dreckig. Karl-Heinz Stöckemann von der Firma SSR macht mit seinem Team im Auftrag der Stadt die Flächen wieder schön. Hier liegt immer viel Glas. Wir haben hier also wirklich des Öfteren Stühle. Sofa standen hier, Sessel haben wir hier mitgenommen, Einkaufswagen liegen hier tagtäglich am laufenden Band. Heute ist es ein bisschen weniger, weil Leute kaufen damit ein. Auch die vom Pennymarkt lassen sie dann einfach hier stehen. Auf dem Areal zwischen Glocksee und Ime gibt es viele Mülltonnen. Eigentlich unverständlich, dass der Müll dann überall herumliegt. Mangelnder Respekt ist für Dennis Stöter der Hauptgrund der Verunreinigung. Also Mülltonnen sind an für sich eigentlich genug da. Aber ich würde mir eher wünschen, dass die Leute etwas Respekt vor öffentlichen Plätzen einfach haben und den Müll auch dahin entsondern, wo er hin soll. Die Arbeit der Jungs vom Reinigungsteam ist nicht mehr wegzudenken. Die Müllsünder haben sich nämlich daran gewöhnt, dass die Flächen nach dem Picknick oder Grillen verlässlich gereinigt werden. Die wissen ganz genau, nächste Woche kommt hier eine Firma, die macht hier sauber und dann wird die Scheiße weggeräumt. Egal, was wir hier stehen lassen, ob wir hier einen Grill stehen lassen, ob da Stühle stehen oder wie auch immer, da kommt eine Fachfirma und die räumt es weg. Und das sind wir. Die Verunreinigung ist nicht nur unschön und teuer, sondern kann auch für Mensch und Tier gefährlich werden. Wir müssen mal mit den Tierärzten fragen. Da sind manche schon Stammkunde. Man kann das nicht verhindern. Die Hunde, die dann da durchlaufen, der Schmerz und die Qual, ganz zu schweigen von den Kosten. Ja, die Leute machen sich auf jeden Fall keinen Kopf darüber, ob sie hier jetzt eine Glasflasche zerscheppern oder sonstiges, weil es laufen Tiere lang, es laufen Kinder lang. Es wird einfach nicht weitergedacht. Ne? Damit ein Umdenken erfolgt, müssen harte Strafen her, sagt der Chef. Und da muss man einmal richtig tief in die Tasche greifen, das muss einmal richtig knallen und dann vielleicht scheppert es dann mal irgendwo. Und dann an die Öffentlichkeit bringen. Vielleicht kriegen wir das dann irgendwo mal so ein bisschen in den Griff. Solange sich an den Zuständen nichts ändert, wird Karl-Heinz Stöckemann mit seinem Team dafür sorgen, dass das Ime-Ufer zumindest für eine gewisse Zeit ansehnlich ist.